Hallo Leute, es ist mir heute eine ganz besondere Ehre, ein Spiel vorzustellen, auf das ich schon lange, lange gewartet habe. Endlich ist draußen Dark Souls 3. Oh, ich freue mich schon. Ich hatte seit gestern den doofen Key, aber gestern ging die Spielserver nicht. Ich musste tatenlos dabei zuschauen, wie ich das Spiel runtergeladen habe und dann am Ende es doch nicht spielen konnte. Aber es ist soweit, Dark Souls 3. Es ist möglich, es zu spielen. Für mich jetzt. Und es wird mich ganz lange beschäftigen. Und vor allem uns. Weil ich werde das vollkommen aufnehmen. Wir werden gleich online spielen. Das heißt, hier nichts offline. Nur gleich voll in den Kampf rein. Wenn uns jemand interessiert, haben wir Pech. Ich kenne übrigens die beide Dark Souls Vorgänger. Das heißt 1 und 2. Bloodborne konnte ich nicht spielen, weil es ja so ein PS4-exklusiver Titel war. Regt mich zwar ein bisschen auf, aber es ist mir egal. Demon's Souls habe ich auch nicht gespielt. Aber das wird geil. Das wird richtig toll. Ich freue mich schon. So, habe ich was vergessen? Ach ja, dreiviertelstündliche Folgen. Also, nee, nicht alle dreiviertel Stunden hochgeladen, sondern die gehen so zwischen 40 und 50 Minuten. Versuche ich es hinzukriegen. Und ja, wenn wir jetzt nicht um den heißen Brei rumlabern, starten wir das Grande Finale von Dark Souls. Auf geht's! Yes, indeed. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, Pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades, and the lords go without thrones. Kindled will rise. Nameless, accursed, undead, unfit even to be cinder. And so it is that ash seeketh embers. Genau das habe ich von einem Vorspann erwartet. Charakter-Editor.
Ja, dann wollen wir gleich mal ein paar Dinge festlegen hier. Hier ist weder Fashion Souls angesagt, noch werden wir hier mit überdimensionierten Zahnstochern rumrennen. Ich handhabe das eigentlich, so, denke ich mal, so, wie ich es normalerweise immer handhabe bei Dark Souls. Erster Durchgang. Irgendwas mega dickes, fettes, was man anziehen kann. Und ein riesen Gürtel, den wir auch noch rumschwingen können dazu. Also hier eine ordentliche Keule. Ne? Je größer die Keule, desto männlicher der Mann. So kennt man es halt eigentlich. Nee, geil. Keine Ahnung. So, Name. Was könnte ich denn da nehmen? Ja, genau. Etwas noch Epirisches. Kenne ich gar nicht. Geschlecht. Wenn bestimmt zugesetzt. Nein, wollen wir nicht. Alter. Oh ja, durch diese super Rüstung sieht man jetzt so viel. Mal für einen Charaktereditor würde ich. Wow, das ist ja ein Lappen. Oh, es gibt wieder Kleriker. Das ist cool. Habe ich früher mal sehr, sehr gern genommen. Muss ich echt zugeben. Pyromant, ja, die Klassen gibt es irgendwie alle schon. Außer Herold. Herold kenne ich gar nicht. Oh, da ist gleich ein Speer. Aha. Krieger. Söldner. Ja, da ist schon dieser überdimensionierte Zahnstocher, von dem ich gesprochen habe. Ah! Ja. Ein Ritter. Ein robuster Ritter von schlechtem Ruf brach beim Durchstreifen des Landes zusammen. Sehr zäh und belastbar mit robuster Rüstung. Ja, die Rüstung geht schon, ja. Oh. Oh. Okay. Das ist neu. Ah, was nehmen wir? Achso, ein Söldner und Veteran der Schlachtfelder kann dank seiner Geschicklichkeit zwei krumme Säbel meisterhaft führen. Interessiert mich nicht. Nachfolger der Krieger des Nordens, berühmt für ihre Muskelkraft, nutzt seine Axt, um schwere Axt, Kampf. Man nutzt seine Kraft, um eine schwere Kampfaxt zu führen. So. Herold, einziger Herold für eine begonnene Mission, beenden will. Für den robusten Speer und vollbringt sanfte, heilerische Wunder. Ach, guck mal, der kann auch heilen. Oh, ist das putzig. Dieb, einfach Dieb und kläglicher Deserteur. Führt ein Dolch für Angriff in den Rücken und ein Bogen in Armeeausführung. Mhm. Assassin, der in der Opfer mit Schatten befällt, bevorzugt tödliche Zauber, zusammen mit einem spitzen Schwert. Zauberer, ja, von Akademie, Forschung betreiben, große intelligente Seelenzauber wirken. Ja, Pyromant erklärt sich eigentlich von selbst. Fernregion beherrscht Feuer, fähiger Nahkämpfer, Schild, Axt führt. Reisender Kleriker, der vor Erschöpfung zusammenbrach, kanalisiert hohen Willen, um die verschiedensten Wunder zu wirken. Und ein Bettler, nackt und von unbekannter Herkunft, war am Leben ein Ungläubiger nah und wurde beim Begräbnis seines Eigentums beraubt. Ja, ich sehe da unten schon ein komisches Item, dieser weiße Ring. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Was? Komisch. Na gut, gucken wir uns mal die Attribute gucken wir uns an. Der hat ja viel Belastbarkeit. Ach Gott, da gibt es wieder einen Skill Belastbarkeit. Den konnte ich in Dark Souls 2 schon nicht so richtig leiden. Ich finde, Belastbarkeit gehört mehr so zu Stärke und Kondition dazu. Aber gut, daran kann man jetzt nichts ändern. Ja, Kleriker ist eigentlich immer ganz geil. Ich gucke gerade, Geschicklichkeit 8, das sieht gar nicht so schlecht aus. Na gut, Belastbarkeit ist nicht so hoch, Kondition ist nicht so hoch, Zauberei, Vitalität, was hat denn der da schon als zweiten Zauber drin? Wucht, glaube ich. Tja. Ja, jetzt die Qual der Wahl. Ich würde euch gerne fragen. Leider geht es aber gerade recht schlecht. Ich möchte hier nicht unnötig Zeit verplempern. Weil, ja, ihr wisst schon, das ist ja die Aufnahme gerade. Wow, das schöne Nummer. Schick.
Ganz ehrlich, der Ritter gefällt mir momentan am besten. Er hat ein gutes Grundgeschick. Auch, ja gut, recht angenehmen Glaube. Und zudem hat er noch hohe Belastbarkeit und angemessene Stärke am Anfang. Ich denke mal, das ist die Qual der Wahl momentan bei mir. Weil das wird so ein, ja, ich werde auf jeden Fall einen Bogen führen und Wunder wirken wollen. Mal schauen, ob wir den Covenant für Praise of the Sun finden, also hier so ein Sonnenlicht-Covenant. Und ja, ich glaube, die nehmen wir. Ja. Begräbnisgeschenk, was haben wir da? Keins, nein. Ein Ring mit kleinem roten Juwel erhöht maximal TP, stellt TP vollständig wieder und heilt Leiden, göttlicher Segen, okay, verborgene Segen, reines gesegnetes Weihwasser, stellt TP vollständig her. Feuerbombe, ein unfeines Geschenk für die Verstorbenen. Gefüllt mit Schwarzpulver. Feuriger Edelstein, Bestandteil zur Aufwertung von Feuerwaffen. Für einen Krieger eher geeignet als Juwelen. Mhm. Herrenlose Seele. Eine Herrenlose Seele, der Schlief benutze, um viele Seelen zu erhalten. Rostige Goldmünze. Gegenstände sind stark. Geborstenroter Augapfel. Nee, das ist gar nicht. Junger Zweig eines weißen Baumes. Offenbar ein Zeichen der Freundschaft. Gewährt Nutzung und Imitationszauber. Ja, weil wir eigentlich nichts weiter brauchen, nämlich die schwarzen Feuerbomben. Die sind eigentlich immer ganz gut, vor allem im ersten Teil, wo man gleich am Anfang den Boss ausschalten konnte. Gucken wir mal, Krieger des Nordens. Nee, nee. Wow, der ist braun gebrannt. Wow, das ist eher grässlich. Heiliger aus Astora. Nehmen wir mal das. Körperbau, ja, das ist irgendwie lächerlich. Wir brauchen schon was. Nee. Ja, so sieht das aus. Genau so, nicht anders. Stimmen. Wieder erwachsene Stimmen? Alte Stimmen. Jung, erwachsen. Kommen wir mal. Erwachsen, der hat schon ein bisschen Erfahrung. Passt Stimme erwachsen. Figur. Oh, hallo? Hm. Ah, Körperbehaarung. Ja, natürlich. Hier wird alles. Och, nee, egal. Das brauchen wir nicht. Ausgangshautfarbe. Ist egal. Hautfarbe. Gesichtsdetails. Das war schon keine wo ist denn hier, Kosmetik? Ach so, ja, natürlich. Gucken wir mal, Frisuren, was haben wir da zur Auswahl? Oh, ein Bubikopf, das ist ja cool. Also kann man auch wieder Frauenhaare wählen. Hm. Interessante Entscheidung, ich denke mal, ich nehme den hier. Der ist eigentlich ganz cool. Jetzt fehlt noch das vollkommen Blonde. Ah, geht nicht noch heller? Na gut. Augenbrauen, irgendwas Buschiges. Natürlich auch hier in der gleichen Farbe. Ein Bart, na. Ah. Hm, die Auswahl an Bärten ist gar nicht so viel. Ach komm, nehmen wir den einfach. Sieht ganz nett aus. Wimpern. Oh, das ist etwas aufdringlich. So, Tätowierung, was haben wir da? Tätowierung. Ja, ja. Nee, 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 nee. Ach, der hat ein paar glasige Augen, warum auch nicht? Hellblaue Augen. Ja. Das sieht man natürlich jetzt sehr gut durch die dicke Rüstung. Muss ich schon sagen. Ach, wisst ihr was? Wir tun es einfach, wir nehmen einfach mal einen Kleriker. Oder ist das eine gute Idee? Ist das eine gute Idee, einen Kleriker zu nehmen?
Hat eine angemessene Stärke, gut Geschick ist ganz in Ordnung, Glaube ist sehr gut. Ja, gut, Kondition, Belastbarkeit, Vitalität, müsste erst erstmal hochgeprügelt werden. Ach komm, Kleriker, Kleriker, Kleriker läuft. So, haben wir jetzt alles? Ich glaube ja. Oh, das sieht doch nice aus. Genau, ja. Okay, dann beginnen wir jetzt das Spiel nach einer Viertelstunde. Charaktererstellung. Wie immer. Oh, ich bin so gespannt drauf. Ich werde auch versuchen, alle Gegenstandsbeschreibungen vorzulesen. Jeden NPC, jedes NPC-Gespräch durchzuführen. Also, ich versuche alles zu erkunden, alles was geht. Wenn ich ein Item irgendwo sehe, werde ich nicht ruhen, ehe ich es nicht habe. Und ja, das wird sich natürlich hinziehen. So Leute, und da sind wir wieder. Ging ja schon gut los. Kaum drin, schon das erste Mal abgeschmiert die ganze Sache. Das war ja fett. 1A, super. So, gucken wir erstmal bei der Ausrüstung. Was hat sich alles verändert? Es ist sehr übersichtlich geworden, habe ich das Gefühl. Au, die Schildabwehr ist nicht gerade geil. 50%. Haben wenigstens die nötigen Attribute für den Schreitkolben in Teil 2, was ja noch so, dass der nur, dass man nur 11 Stärke hat und der 12 braucht, aber das haben wir auch. Attributbonus nur C? Na, sag mal. Das kenne ich aber besser. Heilige Glocke. Okay. So, jetzt gucke ich mal. Reif des weißen Pfades. Weiß ich nicht, was ist das? Ja, genau, das kenne ich ja auch schon alles. Oh, wir starten mit 3 Estus-Flakons. Das ist interessant. Stellt die Verbindung zu anderen Welten her. Ah, okay. Ah, Magie, 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 Magie. Haben wir irgendwo Magie? Ja, Wucht haben wir gleich von Anfang an. Nicht schlecht. Und Heilung haben wir auch. Ja, sehr gut. Anzeige 3. Ach, stimmt ja. Jetzt fällt mir was ein. Es gibt. Man kann ja jetzt die Zauber nicht mehr einfach so spammen. Man muss Mana ausgeben dafür. Das finde ich sinnvoll. Also sinnvoller als andere. Was haben wir hier? Ich weiß nicht, wie das ist mit versteckten Wänden hier in Dark Souls 3. Da muss ich mich erstmal rein spüren. Ja. Das geht gut los. Ja. Oh, und da ist ein erster Kumpan. Juhu. Hier ist doch irgendwas faul. Naja. Doch nicht. Einfach alles mitgenommen. Und ich hoffe, das Spiel ist nicht zu laut eingestellt. Das wäre nämlich etwas schade. Nächster. Und ich kann schon mal eins sagen, es sieht besser aus als die Vorgänger. Was für ein Vieh? Asche ist das Flakon. Ach, das wird für Mana sein. Ja. Das macht irgendwie Sinn. Ey, was ist mit dir los? Bist du tot? Kann ich nicht deine Rüstung aufnehmen? Schauen wir doch mal. Und... ja. Leute, warte mal kurz. So, da bin ich wieder für euch. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, dass das Spiel doch nicht zu laut ist, aber es geht. Ich bin zufrieden. Ey, was ist das denn für ein Scheiß? Hacker.
Haha. Würde mich ankotzen. Was das? Weiter nicht führen. Ja, okay. Wow. Egal. Ich darf das noch. Ich spiele Dark Souls 3 zum ersten Mal, deswegen darf ich noch scheiße sein. Obwohl eigentlich... Kehr um. Warum? Ich glaube, ich weiß, warum es Kerum heißt. Dieses Vieh sieht nicht gerade lieb aus. Lohnt es sich jetzt hier reinzugehen und zu sterben? Nein! Das tut es definitiv nicht, Jesse. Okay, das war schon mal die falsche Abbiegung. Genauso wie ich es haben möchte. Es soll ja nicht so einfach sein, ne? Boah, wie ich es hasse! Ups. Das können wir gleich mal umlegen hier. Jetzt bin ich gespannt. Wow! Ach Gott, das sieht alle Ausdauer ab. Das ist interessant. Das ist neu. Mal schön gucken, irgendwas vergessen. Ich glaube aber nicht. Ah, ich bin so happy, dass ich es endlich spielen kann. Oh Mann. Ja, das kennen wir schon alles. Wow. Ja, sehr gut. Das ist die ideale Aussicht eigentlich. Wow. Wunderschön. Ey, eine alte Burg. Wer hätte denn das gedacht? Ah, ein Leuchtfeuer. Sehr gut. Können wir schon Level aufsteigen, ne? Nein. Was? Wo sind wir? Tor der Asche? Na dann los. Nee, du, nee, nee, nee. So geht das aber nicht. Ihr nennt euch einer. Oh Gott, da ist ja noch einer. Wo kommt ihr denn alle her? Sag mal, ist hier irgendwie Gruppenversammlung oder was? Ich hoffe, die haben das diesmal mit der Haltbarkeit besser gemacht. Im letzten Teil war die Haltbarkeit nicht sonderlich berauschend. Ja, läuft, ne? Also, puh. Na toll, gut. Also fassen wir zusammen. Ein Spaß mit einem Speer und einer mit einer Armbrust. Und ich habe die ideale Idee dafür. Na, wo seid ihr, wo seid ihr, wo seid ihr? Genauso, nicht anders. Jawoll! Was ist mit dir los? Ach, den habe ich ja schon erledigt. Ich habe mich schon gewundert, warum da noch einer rumliegt. Ach so, ja, natürlich. Was ich natürlich versprochen hatte. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Gegenstände anzeigen soll. Und tote Schätze diese stumpfen grünen Falcons. Grün? Okay. Leuchtfeuern mit Estus auffüllen und trinken, um TP wiederherzustellen. Die Reisen eines Untoten sind immer den Leuchtfeuern gefolgt und keine Reise wurde ohne Estus-Flakons angetreten.
Okay, das steht genau das gleiche. Wie passend für einen unentfachten, dass ein Asche-Estos Flakon die Hitze eines Leuchtfeuers in Kälte verwandelt. So, mit Schwarzpulver gefüllte Porzellanvase explodiert und fügt extrem Feuerschaden zu. Feuerschaden, der sich von physischen Schaden unterscheidet, ist höchst effektiv gegen fleischliche Kreaturen, Bestien und andere Gegner, die durch den Effekt des Feuers bedroht sind. So, das Finstersymbol lässt den Träger zum Leuchtfeuer des letzten Feuerbrandzeichen zurück, zu seinen Allseelen gehen verloren. Kennzeichnet Verfluchte und Tote, jene, welche damit versehen wurden, werden nach dem Tod wiedergeboren. Sie verlieren eines Tages ihren Verstand und werden zur Hülle, weshalb sie aus ihrer Heimat verbannt werden. Schwindende Seele, verblassende Seele aus einem Leichnam. Mit ihr kann man einzelne Seelen erhalten. Lass diese herrenlose Seele von der Feuerhüterin in eine Quelle der Kraft verwandeln. Denn die Unentfachten sind ein Gefäß der Seelen. Okay. Online-Spielprojekt. Diejenigen, die sich ungerechten Taten beim Kontakt mit anderen Welten hingeben, werden ihren Kontakt zu ihnen verlieren. Die Reife des Weißen Pfades nehmen solche Sünden auf sich, doch man findet sie nur selten. Unehrenhafte Verhalten ist eben stets mit Risiken behaftet. Ein Glücksbringer ist Abschiedsverband Untoten. Er schickt Phantome zurück in ihre Welt. Hüte dich vor willkürlichem Umgang mit diesem Objekt, wenn du Beziehungen pflegen möchtest. Seele eines verlassenen Leichnams. Benutzen, um Seelen zu erhalten. Lass eine herrenlose Seele von der Feuerhüterin in eine Quelle der Kraft verwandeln, denn die Unentfachten sind ein Gefäß der Seelen. Bla bla bla. Ein elementares von Klerikern gewirktes Wunder stellt TP wieder her. Zum Wirken von Wundern muss eine heilige Glocke oder ein Talisman ausgerüstet werden, um ein Wunder an einem Leuchtfeuer eingestimmt werden. Das Wunder verursacht zwar keinen direkten Schaden, wirft Gegner aber zurück und bringt sie ins Wanken, kann auch zur Abwehr ankommender Pfeile benutzt werden. Der Streitkolben, ein Eisenhammer, der häufig von Geistlichen genutzt wird. Diese krude, klinglose Schlagwaffe eignet sich gut um gegen die meisten Gegner und kann die Schildabwehr durchbrechen. Fertigkeit, Durchhaltewillen, nimm eine unbeugsame Gebetshaltung ein und erhöht kurzzeitig die Balance. Mindert bei Aktivierung den Schaden. Heilige Klerikerglocke, eine der heiligen Glocken, mit der die Wunder der Götter gewirkt werden. Wurde häufig Geistlichen gegeben, um die Untoten, die zu Untoten wurden. Um Wunder zu wirken, muss ein Talisman oder eine heilige Glocke angelegt und ein Wunder an Leuchtfeuer eingestimmt werden. Fertigkeit, sanftes Gebet, regeneriert vorübergehend TP, auch wenn sehr langsam, kann in beiden Händen getragen werden. Ein Blauholzschild. Ein blauer Schild mit dem Symbol von Klerikern, die zu Untot wurden. Seine Größe ähnelt der eines kleinen Schildes. Sind leicht, händlich und bieten relativ hohe Magie, Schadensminderung. Parieren, ja gut, das kennen wir ja. Das sollte man ebenfalls kennen. Ein von Klerikern, ja, getragenes Gewand, erhöht, gehört zu den unverwechselbaren leuchtenden blauen Roben. Den blau gekleideten Wanderern wurde die Pflicht anvertraut, sie trug große Abdeckung, Finsternis zu kommen. Handschuhe. Okay, das ist alles das gleiche. Ringe. So. Ein Glück haben wir noch nicht so viel, deswegen muss ich nicht so viel vorlesen. Ja. Keine Ahnung, alles hier mal antippen. Ich weiß nie, wofür man es braucht. Da scheint es weiter zu gehen. Also geht's hier hü. Hier hoch, da waren wir schon beim Sprinten springen. Ah ja, linker. Jawohl, kleine Titanitscherbe, die werden wir brauchen, um Waffen aufzurüsten. Die werde ich jetzt nicht vorlesen. Mit des Fallens Sturzangriff. Ja, so kann man es auch machen. Oh, das sieht doch verdächtig aus da. Ah, ich müsste eigentlich eine Wand finden, damit ich weiß, ob ich zuschlagen muss oder ob ich, ja. Das sieht doch verdammt verdächtig aus. Nee, auch nicht. Hm. Was, schon? Ich war noch nicht mal bereit. Hm.
Na gut, voll heilen. Ja, sauber. Mega, also puh. Das geht zu schnell. Ja, man kann sich eigentlich schon denken, warum ich hier gerade so rumstolziere. Ja, Schwert entfernen. Guck sich das doch mal einer da oben an. Das sieht nicht gut aus. Also, ich war schon immer ein Fan von schlechten Ideen. Warum nicht das Schwert rausziehen? Boah! Ja, super, geil. So gut, noch rechtzeitig geheilt. Ah, zu spät gerollt. Ja, willkommen bei Dark Souls, ne? Scheiße. Geblockt habe ich sowieso nicht, da kann ich das Ding eigentlich weglegen. Okay, auf jeden Fall hat man jetzt sehr schön sehen können, in welche Richtung das Spiel geht. ja. Das ist bitter, also Gundyr die Zweite, oder wie der Typ heißt. Jetzt schön vorsichtig. Ah! Oh, was ist das denn? Unfair! Verlange eine Revanche. Oh, heftiger Kerl. Sein Timing, ich komme damit nicht klar. Jetzt. Ah, ja! Cheater! Böse! Nimm dies, du Bitch! Was passt davor zu? Ah ja. Puh, es ging ja schon gut los. Also Erstbus hat nicht lange auf sich warten lassen, das sind meine Seelen. Alles meins, 320. Der hat recht wenig Seelen gebracht. Aber ich würde noch kurz mal das Areal erkunden wollen, was es hier so gibt. Vielleicht finden wir noch was Interessantes. Lol. Warum glühe ich?
Ja, von mir aus. Ich verstehe aber nicht ganz warum. Puh. Okay, Leute. Einmal dumm angestellt, dann doch irgendwie geschafft. Irgendwie fand ich ihn in seiner zweiten großen, ekelhaften Form irgendwie nicht mehr ansatzweise so stark, wie er in seiner vorigen war. Das Problem bei mir war gerade das Timing der Angriffe. Ich bin es gewohnt, einen Gegner zu haben, der... So, und da bin ich auch wieder. Ich weiß nicht, ob es an Dark Souls liegt, aber ist jetzt schon das zweite Mal, dass es einfach abgeschmiert ist. Das finde ich etwas, ja, eigenartig. Ich hoffe, es geht nicht weiter so. Das wäre nämlich echt schade. Aber wenn es nochmal passiert, dann muss ich irgendeine Lösung für finden. Sonst sieht es schlecht aus. Muss ich echt sagen. Weil so ist es unspielbar, wenn alle Viertelstunde das Spiel abschmiert. Gerade eben war es so heftig, dass ich mich sogar abmelden musste. Das finde ich echt schade, weil ich habe so lange drauf gewartet und ja, das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, wie das Spiel mir das Spiel an sich noch versauen kann. Da steht einer. Nein, spring nicht! Oh, das was. Meins. Gerade das Bruchschwert. Menü öffnen. Ach ja, stimmt. Könnte man jetzt vielleicht mal machen. Titanitschirm, na gut, wenn wir schon dabei sind. Waffenverstärkung, Titanitschirm sind Prunkstiche der legendären Schollen. Titanit wird zur Verstärkung von Waffen eingesetzt. Entschuldigung, ich dachte, ich hätte was gehört. In Schrein Leuchtfeuer stoßen, um Reisen zu ermöglichen. Schwert, das dem Schrein Leuchtfeuer fehlt, kann nicht als Waffe genutzt werden. Im Schrein Leuchtfeuer stoßen, um Kraft wiederherzustellen, ermöglicht Transport bzw. Zwischen Leuchtfeuern. Wird nur ausgewählte Asche hinterlassen, gewählt von dem Iudex. Iudex? Ja, erwartet die Ankunft der Asche. Okay. Okay, das könnt ihr euch selbst durchlesen, das ist das brüchigste Mistschwert überhaupt. Was anderes haben wir bisher nicht bekommen. Gucken wir mal. Die Dark Souls-Macher sind schon ein paar Schweine. Ihr seid gemein! Nächster. Ja, ist mir jetzt egal. Ihr seid tot. Das ist mir wert gewesen. Oh nein, das hört sich sehr vertrauenserweckend an. Heimatknochen, sehr gut, den kennen wir auch. Damit kann man sich zu alt zum letzten Leuchtfeuer teleportieren. Wenn es hier genauso ist. Aber ich denke mal, es sollte schon genauso sein, weil es ist Dark Souls. Fertig. So, dann schauen wir mal. Da hockt noch einer. Na, was macht der eigentlich hier? Ich habe das Gefühl, er möchte, ja... Ups. Einmal richtig verkackt. Schwindende Seele. Ah, war gut, dass ich nicht runtergestoßen habe. Zunächst noch eine Seele bekommen. Miese Sache, miese Sache. Nö. Sehe ich nicht ein, warum ich jetzt gegen euch beide kämpfen sollte. Yippee-yay! Oh, das war dumm. Wo willst du denn jetzt hin? Habe ich dir erlaubt abzuhauen? Ja, will ich doch wohl meinen hier. Lächerlicher Wurm. Wo komme ich hier hin?
Ja, das sieht sehr, sehr familiär da unten aus, ja. Definitiv. Da lang. Ach Gott, ich dachte, da wäre ein Item. Naja, egal. Wenn wir jetzt schon hier sind, können wir auch gleich weiterziehen. Da. Für Deibel. Das war ja gemein, das Vieh. Glut, okay. Was ist Glut? Glut, das ist auf jeden Fall neu. Erhält Stärke der Flamme, steigert TP bis zum Tod. Kein Unentfachter kann jemals wahrlich die Glut sein eigen nennen, die in der Brust eines Meisters brennt, weshalb sich so leidenschaftlich nach Wärme sehnt. Erhält die Stärke der Flamme und maximiere TP bis zum Tod. Mit der Stärke des Feuers wird das Rufzeichen deines Unentfachten sichtbar. Und nach Glutsuchende können gerufen werden, um zusammenzuarbeiten. Doch Vorsicht, Glut kann auch Eindringlinge anlocken. Okay, das schreit geradezu nach Menschlichkeit. Bin ich der Meinung. Also, ich denke mal, das ist die Menschlichkeit, beziehungsweise das Menschenbild von den vorherigen Dark Souls-Teilen. Nur, dass wir jetzt scheinbar glühen. Warum es auch Glut heißt, versteht ihr? Oh, da oben kommen wir bestimmt auch hoch, oder? Nee, bezweifle ich. Sieht schlecht aus. Schade, schade. Dann müssen wir hier lang weitergehen. Der kämpft gegen irgendwas, was mir aber hier gerade nicht wirklich einleuchtend ist. Oh, wunderschön. Da oben hängt eine Leiche herum. Na, wie sind wir gestorben? Hm? Ach, da ist ja einer. Oh ja, der ist ja droll. Oh. Lächerlich. Noch mehr Glut, ja, sauber. Genau das ist das, was wir brauchen. Ach Gott, die Areale werden jetzt zunehmend weiträumig. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Eigentlich. Oh Mann. Hier ist noch was, ja, sauber. Heimatknochen. Ah, deswegen bin ich hier hinten lang gelaufen. Nur um diesen doofen Heimatknochen zu finden. Das ist ja irgendwie nicht der Rede wert gewesen. Gut, hier ist nichts weiter. Da ist auf jeden Fall einer gestorben. Putzig. Oh, na, was haben wir hier? Ost-West-Schild. Ah ja. Kam bestimmt nach der Wende raus. Au, das war lächerlich. Au, das ist ja noch schlechter als mein jetziges. Ah ne, gegen Dunkel ist es besser. Belastung. Ach Mensch, guck dir mal den Typen da an. Wow, nee. Ja, genau. Oh!
Okay, der war ja dann doch etwas viel. Ja, bevor wir jetzt weitermachen und werde gleich dem Typen ordentlich auf die Fresse hauen. Nicht, ich werde ihn umgehen. Denke ich mal, werde ich hier einen kleinen Schnitt machen. Das war's für die erste Folge von Dark Souls 3. Mega geil. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Kloppi, 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 Kloppi. Also, denn bis zur nächsten Folge von Dark Souls 3. Bis dann!